Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Alone in the Dark. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt spannende Unterhaltung und viel Spaß. So, wir sind immer noch auf dem verhassten Hügel unterwegs, um Jeremy zu suchen. Haben jetzt in der letzten Folge... was haben wir eigentlich großartig erreicht? Wir sind... auf das ein oder andere Monster gestoßen. Wir haben den Ölbohrturmbericht gelesen mit, ja, außer vielleicht dieser einen Information, dass die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland eingestürzt ist, haben aber als solches jetzt nicht so wirklich... Oh, na, was haben wir denn hier? Ein Besen, nee, ein Ruder. Oh, ein Ruder. Noch besser. Wir haben ein Ruder. Ah, ist ja cool. Ein neues Ruder. Okay. Was gilt es jetzt zu tun? Das wüsste ich selber gerne. Das weiß ich nämlich nicht. Jeremy suchen. Okay. Halte gedrückt, um zu zielen. Drücke, um deine Waffe abzufeuern. Ja, wieso? Das weiß ich doch schon. Oh Gott, wir haben nur noch 3 Schuss. Oh Gott. Wo müssen wir denn lang? Waren wir hier schon drin? Ne, hier waren wir noch nicht drin, gell? Das ist neu. Nochmal ein Ruder. Jedes Mal? Ach so, nee. Ist mir klar, warum hier das liegt. Weil wir... Ui, 9 Stück. Nochmal nachladen. Haben wir hier noch was? Hinweise nach Jeremy, okay. Okay, das Ruder haben wir schon ausgerüstet. Da sind wir runtergefallen. Alright. Da waren wir. Weiß ich jetzt gerade aktuell nicht. Waren wir hier drin? Noch nicht. Waren wir noch nicht drin? Links. Oder? Doch. Uni. Sehr schön. Ruder haben wir schon. Nee, im Moment ist eine Schaufel. Na, Schaufel ist besser als Ruder. Schaufel ist viel besser als Ruder. Nichts. Okay. Schaufel. Bam. Okay. Schaufel eins über dein Hirn. Mehr. Noch einer. Aua. Oh, mein Gott. Ist aber gut hier. Wir sind doch bei voller Gesundheit jetzt. Okay. Schaufel ist natürlich wieder hin, oder? Haben wir irgendwas? Oh, ein Beil. Ein Beil. Eher schwach aus. Ich muss es nur irgendwie aufbrechen. Ja, machen wir. Schwerer Angriff. Und nochmal. Und nochmal. So sieht's aus. So, Beil lebt noch.
glaube, ich nehme trotzdem die Schaufel mit. Die war stabiler. Oder das Ruder. Komm, ich nehme das Ruder. Nehmen wir das Ruder. Was zum Werfen. Oh, komm, wir kommen, wir schlagen. Oh, da war was. Du sollst da drüber werfen. Mensch. Bleib bloß weg hier. Ihr seht mich nicht. Ich bin viel zu gerissen. Ich höre was. Das ist nicht gut, was ich höre. Das kommt leider aus der Tür. Er schläft. Er schläft nur. So, Türe, jetzt darfst du mal zugehen. Komm. Ich will nicht zugehen. Dann geht sie mal nicht zu die Tür. Oh. Hau bloß ab. So, was haben wir hier? Muni. Muni ist immer gut. Wieder so ein Viech drin. Was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Ach so. Muss ich auch bewegen.
was haben wir hier? Eine Statue des Betrachters. Gut. Nix. Moni. Sehr gut. So, okay, jetzt müssen wir durch den Sumpf. Ach du Schande. So. Können wir hier eigentlich auch schon runter? Nee, können wir nicht. Irgendwie zu diesem Ölturm, Ölbohrturm. War hier noch was? Ne, da war nichts, da waren wir schon drin. Nicht so gesund. Wir gucken mal, dass sie uns nicht erwischen. Ich denke, wir müssen hinten zu dem Boot, also zu diesem Steg kommen. Laufen! Oh. Da kommen sie schon. Haben wir noch Muni? Okay. Nein! Oh, der hat gesessen. Nice and easy.
Na gut. Und was jetzt? Oh, oh Moni. Ah, eine Kugel, wow. Komm hier. Bester Stoff. Schlüsselgegenstand. Wie kann ein Stoff ein Schlüssel sein? Okay, alles klar. Komm schon, Carly. Würdest du nicht lieber in den Tod stürzen, anstatt in Flammen? Nee, wir gehen nicht in Flammen auf. Alright, sehr schön. Das Flammenmeer hinter uns gelassen. Oh, was haben wir hier? Oh, Muni. Ui, nochmal zwei Kugeln. Jammer. 15. Und immer noch keine neue Waffe. So. Jetzt will ich hier bitte Harmonie und Idylle haben. What the fuck? Was ist das denn jetzt? Seh nix. Oh, Mann. Wo ist er? Oh, Gottes Willen, was bist du denn? Oh. Was ist das für ein Ding? Gottes Willen. Hau ab! Oh, mein Gott. Komm, schleichen. Gar nicht schneller zu laufen, Leute. Es tut mir leid. Wo man ja eigentlich möglichst schnell aus der Situation wieder raus möchte. Und was mache ich? Ich schleiche. Es ist der hasserfüllte Hügel, von dem Jeremy in seinem Buch geschrieben hat. Oh, Black. Kommen Sie nicht näher. Ich bin bewaffnet. Packen Sie das Ding weg. Wer sind Sie? Und was machen Sie hier? Ich bin nur ein Detective, der nach etwas sucht, das Taroea heißt. Sind Sie auch hinter Jeremy her? Weshalb? Ich arbeite für seine Nichte. Sie will wissen, ob es ihm gut geht. Er ist zwar unverletzt, aber gut geht es ihm nicht. Er ist ein Fluch für DeSeto. Geht das wieder los? Ruhe! Mir ein Schwein. Grundgütiger. Das ist schon cool, diese Parallelwelten. Haben sie gut gemacht. Oh, ich will diese Schrotflinte haben, oder was das ist. Ja. Oh mein Gott. Okay. Wir gucken mal. Es war ein Reinfall. Die Ölpumpe und der hasserfüllte Hügel hatten ihn Jeremy kein bisschen näher gebracht. Carnby war sich sicher gewesen, auf Gold gestoßen zu sein, als er Jeremys Tasche gefunden hatte.
Aber es war nur eine Falle von Lottie, einer von De Seddos Pflegerinnen. Danach war alles schnell eskaliert, aber irgendwie hatte Carnby es geschafft, nach De Seddo zurückzukehren, wenn auch ohne neue Erkenntnisse. Immerhin hatte er eine Sache von der Liste streichen können. Jetzt musste er herausfinden, was er mit dem Kessel machen sollte. Mhm. Ja, das stimmt. Recht viel haben wir über Jeremy eigentlich nicht herausgefunden. Auf dem hasserfüllten Hügel. Okay. Immer noch Zierscheibe am Heizkessel und das fehlende Ventil. Ja, schön. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Ja, Ventil aus dem Weinkeller. Mahlspachtel. Für die Malerei gedacht, aber dünn genug, um durch einen Türschlitz geschoben zu werden. Ist das hilfreich? Überlegungen zur Macht des Verbs in bestimmten Texten. Überlegungen zur Macht des Verbs in bestimmten Texten. Zu handeln ist in und für sich göttlicher Natur. Selbst die geringste Bewegung unserer Hand ist Beweis für die Regung unserer Seele. Und dennoch wird unser freier Wille so leicht von der dumpfen Langeweile des Alltags überstimmt. Unsere Handlungen werden Gewohnheit und Zwang trotz Luxus und Bequemlichkeit. Wahre Göttlichkeit findet sich in der Entscheidung, die Bühne zu verlassen, auf der wir alle spielen. Jene, die diese Freiheit entdecken, werden überraschend von dem Grauen dieser Erkenntnis getroffen und gelähmt werden oder, noch schlimmer, zum Freitod greifen. Aber wenn du fähig bist, diesen Sturm zu überstehen, wirst du erkennen, dass jenseits dieser Angst ein göttlicher Pfad auf dich wartet. Es besteht die Chance, deinem Schicksal zu entweichen und etwas Neues zu schaffen. Etwas, das weder geplant noch vorherbestimmt ist. Es ist nicht leicht, diese Art von Handlung zu erklären, da sie unsere alltäglichen Entscheidungen übersteigt. Es ist kein banaler Entschluss, wie die Wahl eines Berufs unter vielen oder wen man zu heiraten gedenkt. Das Verlassen der Bühne auf dem weichen Weg auch immer ist kein Korrigieren des eingeschlagenen Kurses. Es ist eine Ablehnung der Geschichte, die der Schöpfer erzählt. Wohnzimmerschlüssel. Ui, wir haben einen Wohnzimmerschlüssel endlich bekommen. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut, weil in dem Wohnzimmer, glaube ich, hat ja diese Grace, oder hieß sie, dieses kleine Mädchen, hat doch da was für uns versteckt, bin ich mir sicher. Haben wir hier jetzt noch irgendwas? Außer, ja, da kommen wir ja nicht hin, gell? Bei dem hier. Oh. Ich will da hin. Kommen wir da hin. Alright. Meine Lieben, wir werden jetzt hier stoppen. Ich hoffe, dass euch die Folge Spaß gemacht hat. Viele konnten wir zwar nicht erreichen beim Ölbauturm, aber es war auf jeden Fall aufregend und hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Alone in the Dark wieder mit am Start seid und wir die Geschichte weiter genießen können. Bis dahin, euch alles Gute und bis bald. Ciao.